Der Plan ist jetzt folgender: Wir fahren so dicht wie es geht zu diesem Schneebiom hin und von da aus laufe ich dann mit dem Raptor oder sowas. Wir versuchen natürlich nicht zu opfern, ich versuche die Sachen wieder zu bekommen. Wir brauchen diese blöden Wölfe. Auf einmal, ich dachte, das sind Saber, die auch auf uns zukommen. Auf einmal sind das noch drei andere Wölfe und hat uns der Weiße einfach zerlegt, leider mit dem letzten Hit. Und es war unglaublich naiv und dumm von mir, keinen Schlafsack hinzusetzen oder wenigstens ein Bett. Ja, ein Bett wäre viel besser gewesen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Ich muss hier nur irgendwie einmal lang. Ich hoffe nicht, dass er sich reinbackt in das Boot. Das ist mir schon mal passiert mit Emrex und dann aber auch alles vorbei. So gut sieht's gar nicht aus. Ach, der wird uns jetzt die ganze Zeit verfolgen, oder was? Ach, sehr gut, er hat irgendein anderes Spielzeug gefunden da im Wasser. Lässt uns in Ruhe. Wir sind ungefähr an dem Ort, an dem ich auch sein möchte. Die Frage ist natürlich, laufen wir da mit einem Raptor rein oder holen wir uns einen neuen Petri? Wobei, ich könnte mir gar keinen Petri leisten. Wir laufen mit einem Raptor rein. Dafür fahren wir noch ein Stück weiter in die Bucht. Wir brauchen die Sachen. Da ist eine gelbe Axt war da drin. Eine Pistole liegt da noch rum. Da liegt unser toter Petri, der noch keinen Namen hatte. Aber wir werden die Sachen jetzt wiederholen. Ja, das ist, tut ganz doll Not, dass ihr jetzt hier noch unsere Items klauen müsst. Ehrlich. Ist das da jetzt kaputt gegangen? Oh, nee. 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 Tschüss. Freund der Sonne. So auf gar keinen Fall. Das kann jetzt, das darf jetzt nicht wahr sein. Der greift das Floß an. Ich hoffe, der macht das Floß nicht kaputt. Pass auf, Günther. Ich level den nochmal hoch auf Leben, falls hier irgendwas passiert. Günther hält die Stellung. Er verteidigt das Floß. Wir müssen ins Schneebiom. Wir müssen die Sachen wiederholen. Wir müssen Wölfe mitbringen. Mindestens zwei. Wir hatten fünf Stück da. Einer liegt ja betäubt dort. Ich glaube nicht, dass er noch da liegen wird, wenn wir fertig sind. Level 102, 108, irgendwie sowas war das. Das war schon relativ hoch hier für die Verhältnisse. Muss mal gucken, dass hier die Raptoren auch so gut wie es geht umlaufen, weil wir halt komplett ohne... Ach, das ist ein ganzes Rudel, ich drehe durch. Weil wir auch ohne Rüstung da sind. Ich habe kein Bett gebaut auf dem Floß, weil der blöde Sarko da war. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine Vendetta gefunden hier. Die Sarkos sind unsere Feinde. Komplett. Wenn er noch da ist, wenn wir wiederkommen, dann gibt's ordentlich aufs Maul. Dann scheppert das ordentlich bei dem im Gebälk. Das lassen wir uns nicht gefallen. Von den Sarkos hier. Ovis. Hammelfleisch. Ich habe gerade nichts. Ach, haben wir. Ich sage, ich habe gerade nichts dabei, um den zu legen. Haben wir doch. Wir müssen ja gleich eh noch zähmen. Wäre zwar besser, die mitzunehmen und zu züchten. So, hier weg. Weg, weg, weg. Abstand. Abstand. Gut, wir haben 48 Hammeln oder so. Das sollte auf jeden Fall für den einen oder anderen Wolf reichen. Wir sind am Vulkan. Okay, pass auf, wir müssen jetzt irgendwo links lang, dann ins Schneebiom. Wir sind komplett ohne Rüstung, das heißt, wir sind den Effekten komplett ausgesetzt und gegen Raptoren können wir selber aktuell nichts machen. Vielleicht ein Stückchen höher, wenn sie da nicht sind. Obwohl ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie auch sehr weit oben sind. Wir müssten gleich oben drin sein im Vulkan. Hier kommt schon Kristall. Ja, sehr schön. Jetzt ist es sogar viel zu heiß. Gehen wir mal ein Stück zurück. So sollten wir auf jeden Fall Leben zurückkriegen. So, ich hatte zum Glück noch ein bisschen Leder in Echo drin. Dann konnte mir dadurch jetzt eine Lederrüstung machen. So ein bisschen Fasern farmen, aber das ging dann. Wir versuchen jetzt hier runterzukommen. Wir müssen ein gutes Stück ins Schneebiom rein. So viel steht fest. Aber ich glaube, wir kommen ganz gut mit der Kälte klar, dadurch, dass wir jetzt die Lederrüstung haben. Ich muss nur den Ort mit der Falle wieder finden, dann weiß ich auch ungefähr, wo ich reinlaufen muss. Ah, sauer. Hier ist direkt der Ort mit der Falle. Aber ich fürchte... Eieieiei. Stimmt denn mit dir nicht, Kollege Schnürschuh? Ja, die sollen sich den mal nehmen. Ich würde eigentlich in die Kisten gucken, ob da noch irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Wir müssten jetzt theoretisch ein Stück... Da vorne ist doch der... Da ist der Strahl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dein Pico Mastax wurde... Ah, mein Pico Mastax! Auch tot. Auch noch keinen Namen gehabt. Das heißt, in der Nähe muss ja auch noch was sein. Wir müssen nochmal ein bisschen Leben regenerieren. Ich habe jetzt vier Schlafsäcke gesetzt. Oh, Level 88. Das wird nichts mit dem Raptor, der ist zu schlecht dafür. Nochmal ein bisschen Leben regenerieren. Ich laufe jetzt einfach straight rein. Versuchen die Sachen vielleicht ein bisschen rauszukriegen. Vielleicht müssen wir Echo opfern. Es ist nicht in meinem Sinne, aber wenn es sein muss, um die Sachen wieder zu bekommen. Da vorne sind sie. Vielleicht haben wir Glück. Da liegt noch ein Direwolf, liegt noch auf dem Boden. Ah, verdammt nochmal, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das kann es jetzt nicht sein. Ich habe hier Matten. Ich muss es einfach nur reinlegen. Dann haben wir es. Mischt er sich da hinten jetzt mit ein? Nein, er bleibt da stehen. So. Gut. Das war ganz schön nice eigentlich. Das ist der Level 68. Aber der war doch Level 108 oder fick. Habe ich mich da komplett verguckt. Sehr schön, ich habe meinen Stuff wieder. Wir haben Echo jetzt noch mit dabei, der ist auf passiv. Den pfeife ich mal lieber wieder, den stelle ich wieder um. Den machen wir mal auf neutral. Wir haben jetzt hier den Direwolf noch dabei. Wir haben noch genügend Matten. Wir haben jetzt noch vier Schlafsäcke hier. So, Echo läuft uns hinterher. Wir haben noch eine Bola. Davon sollten wir mehr machen. Oh, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das kann jetzt nicht wahr sein. Wie viele sind das? Ich habe vier Bolas jetzt gerade dabei. Komm jetzt aber zu uns. Ich bin zu langsam. Ich wollte noch schnell essen. Ah, verdammt. Nicht wieder meine eigenen. Ja, mach das. Ist okay, ist okay. Zerleg die ruhig. Leute, wir haben Echo verloren. Es stirbt gerade einfach alles weg. Level 44, da wollen wir gar nichts mit anfangen. Die machen wir jetzt tot. Es ist alles, was wir hatten, ist tot.
Level mal direkt auf Leben bei dem Direwolf. Weil wir ja keinen Sattel haben und dadurch keine Rüstung haben. Als wüssten sie, dass ich da unten mein Lager aufgeschlagen habe. Level 32, 16, 4, 12, 16, 12, 16, 16. Alle kompletter Müll, aber die sind so viele, dass die uns komplett auseinandernehmen würden. Ich brauche noch ein paar mehr Bolas. Wir brauchen noch ein, zwei Wölfe auf jeden Fall. Sowieso. Der Einzige, der übergeblieben ist, ist Günther. Scheint mir so, als würde Ark sagen, nee, du schaffst es auf jeden Fall nicht, Ark Storytime durchzuziehen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nicht schon wieder. Der könnte aussehen wie der, der mich gekillt hat vorhin. Wir ziehen den mal raus und bolern den gleich. Ah, was? Ich kann nicht drauf bolern? Welches Level hast du? Ich Level 16. Und Gott, die machen so viel Damage. Sind auch zu viele. Ich muss ein bisschen Luft zwischen uns bringen, damit ich eventuell bolern kann. Da muss ich direkt wieder wegziehen. Der Wolf verhält sich aber leider auch gerade nicht hoch. Das kann nicht sein. Wir dürfen den jetzt hier nicht verlieren. Ganz, ganz wichtig. Wie viele sind das? Drei? Okay, Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei hängt dahinter fest. Das ist dein Ernst? Warum treffe ich ihn denn nicht? Level 16. Level 108. Das ist der, der den blöden Pego Massax umgebracht hat. Du wirst gezähmt. Du gehörst jetzt zu uns. Aber sowas von. Das ist auch, glaube ich, der, der uns umgebracht hat. Er liegt. So, du bist Level 16, du bist da raus. Das habe ich dir eben schon mal gesagt. Einfach komplett raus. Tschüss. Und wir legen mal das Matten jetzt da rein. Dann haben wir noch einen neuen großen Wolf. Der Pego Massax wurde von einem Direwolf Level 108 gekillt. Das ist er. Der Petri wurde auch von dem 108er gekillt. Und ich wurde auch von ihm gekillt. Er hat uns alle einfach getötet. Er hat uns alles genommen. Das ist ja der Übertyp hier. Ich glaube, wir zähmen uns noch einen dritten dazu, um das ganze Rudel dann perfekt zu machen. Dann haben wir so ein Trio. Und pfeifen die so, dass die immer nah beieinander laufen. Also der Folgeabstand ist niedrig. Das heißt, die sind jetzt auch nah bei uns dran, wenn wir laufen. Und wir gehen jetzt einfach mal hier auf den Stego. Mal sehen. Ja. So viel dazu. Gut, der war jetzt aber Level 24, aber trotzdem, es gibt direkt ein Level oben drauf. Okay, wir sind raus. Wir müssen rauslaufen. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn ich jetzt noch einen zähmen will, dann stirbt der andere leider. Ich weiß nicht, habe ich ihn jetzt auf passiv gepfiffen? Ich glaube noch nicht. Doch besser so. So, hier scheint es gerade einigermaßen... Das kann nicht sein Ernst sein. Wir müssen weg. So viel zum Thema, hier müsste es dir einigermaßen sicher. Überhaupt nicht, wir laufen jetzt zu unserem Fluss zurück. Nein! Nein! Oh, das gibt es doch nicht! 16, beide. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer verdammter Ernst. So, wir haben nochmal einen zweiten gefunden. Wir laufen nach Hause. Es ist zu viel passiert. Wir haben zu viele gute Dinos hier sterben lassen, leider. Ich hätte es mir nicht einfacher vorgestellt, aber irgendwie ein bisschen entspannter. Ich weiß nicht genau, was ich mir gedacht habe, aber irgendwie lief das nicht ganz so nach Plan. Das darf alles nicht wahr sein. Jetzt läuft uns ein Schwein hinterher, was übelst viel Damage macht. Und dann... Ja... Was soll ich sagen? Das Spiel will mich wirklich komplett rollen, glaube ich, heute. Level 52 wäre ja nicht mal so schlecht gewesen. Weil ich glaube, gegen das Schwein, da kann ich auch so viel reinschießen, gerade wie ich will. Ich wollte doch nur meine Sachen gerade holen. Wuhu, der, keine Ahnung, wievielste Wolf, den wir jetzt gezähmt haben. Plan jetzt. Ich hole die Items von da unten aus der Kiste, pack sie in den zweiten Direwolf. Wir gehen nach Hause. Aufnahme ist vorbei. Level 80, ich drehe durch. So, das Ding ist, wahrscheinlich werden diese 6 Pfeile nicht reichen, ihn jetzt zu betäuben, weil sonst würde ich ihn noch mitnehmen. Aber er guckt auch schon so böse. Ich glaube, er will Stress haben. So, er reitet weg. Er ist umgefallen, ich glaube das nicht. Ich glaube, das dürfen wir noch Glück haben in diesem Spiel. Ist es soweit, dass wir jetzt tatsächlich doch mit drei Wölfen nach Hause gehen? Obwohl irgendwie nichts lief gerade. Wir lassen den mal liegen, wir holen uns jetzt Prime Meat. Wahnsinn, wir haben 3 Stück jetzt davon. Wir müssen nur noch die Items holen. Warum Level 119? Welches Level hatte er denn vor dem... Der war doch relativ hoch vom Level. Ist jetzt die Effektivität wieder durch irgendwas runtergegangen? Das hatte ich bei ihm bei einer Zähmung auch schon, was halt mega sinnlos ist. Können wir leben alle über Level 100. Das war das, was ich erreichen wollte. Wir haben 3 Stück davon. in der Luft, Junge. In der Luft. Ah, mit 3 macht's doch schon Spaß. Das hat sich doch gelohnt, jetzt hier die ganze Aufnahme von 4 Stunden, 5 Stunden, keine Ahnung. Wie soll ich das überhaupt alles schneiden, Alter? Wo ist der Letzte? Da, die sind ineinander gelaufen, wo schon dran. Gut, sehr schön. Wir sind da, ich konnte das Floß eben schon sehen. Ich hoffe, dass der Sarko weg ist. Dass Günther noch lebt. Das wäre schön, wenn wenigstens einer aus der ersten Folge irgendwie überlebt. Die müssen sich erstmal ausruhen. Die sind komplett kaputt. Wir haben eben noch einen Alpha Raptor kaputt gemacht. Ich wollte es einfach nur ausprobieren. Es ging jetzt nur darum, alles nach Hause zu bringen. Ja. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und ciao.